Hallöchen, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde City Skylines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefällt, wie immer, lasst mir gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar unten in der Kommentarspalte. Und wenn ihr neu seid, würde ich mich natürlich auch über ein Abo zur Unterstützung dieses Kanals freuen, so dass ihr nichts mehr von City Skylines oder Formel 1 verpasst. Ich bitte, meine Stimme ein wenig zu entschuldigen. Ich nehme dieses Video einen Tag nach dem Spiel Union gegen Leipzig auf und gestern war wieder die Hölle los im Stadion. Und es kann sein, dass die Stimme vielleicht bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Satz vielleicht wegfällt. So, wir haben das letzte Mal einen Bahnhof oder eine Bahnstrecke gebaut und haben diese dann auch abgeschlossen. Und ich hatte erst überlegt, tatsächlich hier parallel einen weiteren Bahnhof zu bauen. Wir gucken uns das ganz kurz an. Habe mich aber jetzt dazu entschieden, diesen Bahnhof hier nicht zu bauen, weil zum einen der Geräuschpegel dieses Wohngebiet hier belästigen würde und zum anderen es schwachsinnig wäre. Wir könnten hier oder wir werden hier dann einfach nur einen Weg bauen, eine Wegestrecke, die von hier zu diesem Bahnhof führt, und dann ist es gut. Was wir aber trotzdem machen können, und mal gucken, ob wir das in dieser Folge hier machen. Wir können von hier eine Bahnstrecke ziehen, die zumindest hier drüben lang läuft, was ja erstmal nicht schlimm ist. Hier entlang, dann hier irgendwann kurzzeitig in der Erde verschwindet und dann gegebenenfalls hier einmal rauskommt. Hier unten in diesem kleinen Industriegebiet. Und dann meinetwegen vielleicht noch hier rüber geht und gegebenenfalls sich hier mit anfügt, hier drüben. Da können wir ganz kurz gucken, ob wir hier einen Bahnhof bauen können. Nee, können wir nicht, weil der Platz zu wenig ist. Das ist ja einfach. Hätte den jetzt natürlich auch hier mit reinbauen können. Oder hier hinten. Aber wir sind tatsächlich hier schon bis an die Grenze gegangen. Dann hat sich das ganze Ding jetzt natürlich schon wieder erledigt. Dann könnte man vielleicht sagen, dass der Bahnhof bis hier läuft. Und dann müssen halt alle anderen hier rüberlaufen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie vielleicht einen Bus Strecke hinbauen, gegebenenfalls ein paar Wege. Oder wir legen den Bahnhof halt hier rein, in dieses Stückchen Wald. Ja, könnte man jetzt überlegen. Und dann von hier aus die Strecke zieht. Das wäre dann eine Variante. Ja, des Weiteren können wir dann auch uns mal wieder mit Gewerbegebieten, Industriegebieten und Wohngebieten beschäftigen. Bevor wir jetzt hier anfangen, irgendwas anderes zu bauen, machen wir das mal ganz kurz. Wir werden hier einfach mal hier hinten, zack, ein paar Bürogebäude hinbauen. Auf dieses Stückchen hier. Aber wir werden natürlich auch gucken, dass wir hier hinten nachher noch Wege durchzimmern. Das werden wir alles noch machen. Und was ich gerne noch machen würde, ist, dass wir hier dieses Stückchen vielleicht verschönern. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das hier am dümmsten alles hinkriegen. Ich weiß gar nicht, ob das gut wäre, wenn wir hier einen Bahnhof drin haben und hier einen Bahnhof drin haben. Ob das so viel Sinn machen würde, zwei Bahnhöfe so direkt nebeneinander zu basteln. Zumal dieses Stückchen jetzt ja hier sowieso nicht so der Mittelpunkt ist. Vielleicht sollten wir eher gucken, dass wir hier mit der Bahn nochmal einen einen Punkt schaffen, mit dem man in die Stadt kommen kann. Ihr wisst ja, wie es ist. Auf dem Dorf ist ja dann meistens so ein kleiner Waldweg zum Bahnhof. Das probieren wir auch einfach mal. Und wir können dann auch mal gucken, ob wir dann demnächst nicht hier einfach. Oh, hier sind auch schon. Hier müssten wir eigentlich anfangen. Können wir mal kurz gucken, wenn wir das hier so. Wir versuchen es mal hier. Gucken wir mal, wie wir mit der Bahnschiene hier umgehen können. Weil die auch schon direkt runterlegen können. Dann legen wir die jetzt erstmal hier unten durch. Ich überlege tatsächlich, dass wir die hier generell unterirdisch laufen lassen. Denn die eigentlichen U-Bahn-Verbindungen, die möchte ich erst generell in der Stadt basteln.
Also da oben, wo das dicht besiedelte Wohngebiet anfängt. Schon viel Kohle weggenommen hier, ne? Lass mal hier ein bisschen schneller laufen. Hierher zu kommen. 14.000, so viel haben wir gar nicht. Da können wir auch mal gucken, ob wir demnächst nicht mal wieder so ein bisschen durch die Stadt düsen wollen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Kohle, um rauszukommen. Und dann können wir das Ganze. Ah, vielleicht auch nicht ganz. Wir haben hier hinten immer noch einen Friedhof. Der steht da so ein bisschen im Weg. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt so gar nicht. Wo es ja auch eigentlich schwachsinnig ist, hierfür jetzt extra eine eigene Bahnstrecke zu machen. Vielleicht können wir die nachher noch woanders einlaufen lassen. Dass wir mit den Bahnstrecken auch nochmal irgendwo hier rüber gehen. Wir wollen uns ja auch in diese Richtung hier noch ein bisschen verbinden. Wir haben jetzt zwei in die Richtung, eine in die Richtung. Wir haben ja noch drei offen, beziehungsweise zwei. Können wir immer noch gucken, was wir damit machen wollen. Vielleicht macht es doch mehr Sinn, diese beiden Bahnhöfe hier miteinander zu verbinden, wenn wir jetzt sagen, wir gehen von dem hier noch runter. Die Frage, ob er das macht, ne? Ob das bereits belegt. Gefälle zu steil. Oder wir müssen hier tatsächlich dieses Stückchen hier rüber gehen. Das geht natürlich auch. Dann schmeißen wir den ganzen Plan mal kurz ein bisschen um. Erstmal hier hochkommen. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen hoch, oder? Das ist tatsächlich, wir müssen hier echt. Ist ja nicht. Wir müssen hier tatsächlich dieses Stückchen hier oben lang gehen, ansonsten macht er das nicht. Sagen wir gehen hier mit runter. Das ist ja nicht so schlimm. So. Dann haben wir hier auf jeden Fall immer so eine kleine Überfahrt.
Hier brauchen wir auch gar nichts großartig irgendwie mit Zäunen machen. Vielleicht hier hinten noch mal ganz kurz. Dass wir dieses Stückchen hier quasi einmal einzäunen. Wenn wir es dann hinkriegen. Dann haben wir auf jeden Fall hier die Bahn, dieses ganze Stückchen hier auch miteinander verbunden. So, Strom brauchen wir auch noch. Und apropos Strom, da fällt mir nämlich gerade ein. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken hier. Mehr Sinn, von hier zu kommen. So, apropos Strom, wir werden mal hier hinten noch ein paar Windräder bauen. Weil mir ist nämlich aufgefallen, dass unsere Hubschrauberdepots hier gar keinen Strom haben. Und warum nicht ein paar Windräder dahin stellen, wo unsere Industrie läuft? Hier müssen wir ganz kurz noch ein paar Sachen abreißen. So, wie gesagt, dann werden wir uns jetzt mal ganz kurz darum kümmern, dass hier noch ein paar Wege zustande kommen. Zuweg. So, und weil es hier durch den Wald geht. Müssen wir mal kurz gucken. Wir müssen am besten hier lang. Muss ja hier im Endeffekt schon drüber gehen. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall höher sein als... Das auch in der Höhe? Reicht auch. So, ein kleiner Waldweg, der hier rüber führt. Hi, I'm Greg, owner and founder of Steel Frame Sports. Due to unusually short fingers, which are a characteristic of my family line, I was unable to get to the elite level I would have liked to. Naja, manchmal muss man auch sagen, sieht das hier auch alles ein bisschen komisch aus, ne? Also. Unlike the local sports team, you can count on us every year. I fight every day to get you the best deals. I'll never drop the ball on prices, and that's because low prices and my customers' happiness are not affected by the short fingers mentioned earlier in the advertisement. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, when the game's on the line, who do you count on? Wie das hier am dümmsten machen. Check out our ad in the Weekly Nickel. Wir können ja eigentlich gucken, dass wir das hier erstmal kurz noch ein Stückchen gerade weiterlaufen lassen. Oder vielleicht schon mal hier ein bisschen runtergehen. Und
dann gehen wir einfach jetzt hier drüben mit dran. So, und dann können die Leute hier links rumlaufen und zum Bahnhof gehen. Natürlich gucken, dass wir den Bahnhof da hinten nochmal ausschalten. So. Gut, gut, gut. Wir werden mal gucken, dass wir hier noch so ein bisschen Gewerbe hinbauen. Auf dieses Stückchen Straße. Die Nachfrage dafür ist ja da. Zack. Wir können ja auch gleich noch eine Büroeinheit mit hinzimmern. Auch die Industrie ist mit Nachfrage gedeckelt. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Das hier ist die richtige Forstindustrie und das ist die andere Forstindustrie. Damit sollten wir auf jeden Fall erstmal der Nachfrage ein bisschen entgegenwirken. So, hier müssen wir noch mal kurz gucken wegen dem Überlauf. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ganz klein. Ganz fein. Nicht, dass hier nur so ein kleiner Fluss lang läuft. Das sollte ja schon ein bisschen breiter sein hier, oder? So. Dann können wir das Ganze hier auch noch mal ein bisschen anschrägen. So. Ich denke, so ist es auf jeden Fall schon ein bisschen besser, ein bisschen schicker. Weniger. So. Hier hinten läuft alles. Die Bahnen laufen. Wir können mal gucken, dass wir hier vielleicht auch noch ein paar Zäunchen mit hinbasteln. Ein Naturschutzgebiet. Freizeitpark. Bahnhofzaun. Der hat eigentlich hinten ganz hübsch ausgesehen. Hier weiter. Huh, 34.000 Einwohner, das heißt, wir kriegen ein neues Gebiet. Kriegen Schiffe, einen Hafen, einen Frachthafen und die Öko-Abwasserleitung. Das macht alles natürlich noch ein bisschen besser, was den Grünanteil in unserer Stadt angeht. Da werden wir auch gleich mal gucken. Aber als erstes müssen wir erstmal schauen, welches Feld wir uns mit dazu nehmen würden. Und ich merke dabei, dass der ganze Plan, den ich hatte, damit auch wieder so ein bisschen durcheinander geworfen wird.
Machen wir das Stückchen hier fertig und dann geht's gleich weiter. Aber ich bin gerade drin, ne? Das Stückchen jetzt hier noch, zack. Dann können wir das Ganze noch wieder mit ein paar Bäumchen versehen. Überall so viel Platz. Überall Bäume hin. So. Und dann die Industrienachfrage steigt und steigt und steigt. Die müssen wir mal ganz kurz entleeren. Wir können vielleicht noch ein paar Krematorien bauen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ihr seht es hier hinten, sind eigentlich gar keine. Und wir brauchen welche, damit ja halt Sachen mit Friedhöfe entleert werden können. Vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt mal ein paar hinbauen. Wie ihr seht, alles knallt hier auf jeden Fall erstmal hoch. Sehr schön. So. So viel dazu. Jetzt müssen wir mal überlegen. Wir gucken mal ganz kurz nach dem Bereich, den wir uns nehmen können. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns diesen Bereich hier oben nehmen. Das, was ich ja gesagt hatte, wir brauchen hier das Feld, dann sind wir bei 6, dann haben wir noch 3 offen. Das nächste wäre dann das links daneben und dann das Stückchen hier und das Stückchen hier. Genau. Das Lustige ist, wir machen das jetzt erstmal, ansonsten kriegen wir nämlich keinen Zug von außen. Damit keine Touristen in die Stadt. Man hätte natürlich auch die ganze Stadt komplett nach links bauen können, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Dann wären wir bis ans Wasser wahrscheinlich komplett angekommen. Aber dass diese Brücke hier unten eigentlich total fehlerhaft ist, weil wir hier gar nicht mehr rüberkommen, sondern wir kommen erst hier oben wieder rüber. Naja, dann ist dies so. So, wir werden jetzt trotzdem hier mal ganz kurz wir haben es hier mal einmal klar Schiff gemacht. Das eigentlich auch schon mal so ein Stückchen weiter rüberziehen. So, ich überlege auch, ob wir demnächst schon mal anfangen, hier drüben so einen kleinen
ein kleiner Naturschutzpark wieder zu basteln. Wir brauchen natürlich auch irgendwann Platz für einen Stadtpark und da würde ich vielleicht gerne sowas basteln wie den Central Park. Können wir vielleicht mal gucken, ob wir hier schon mal so ein bisschen aufpassen. Ob wir vielleicht sagen, hier machen wir so ein Stückchen, das zäunen wir mal ganz kurz ein. Und zwar müssen wir mal ganz kurz gucken, weil wir müssen ja, wir reißen das nochmal ab, weil wir müssen ja möglichst rechteckig sein. Und ich glaube, das ist dann eine Folge, wo wir uns auch komplett nur um den Park hier kümmern werden. Kann aber auch sein, dass diese Folge dann über mehrere Teile geht. Einfach, weil einen Park zu bauen wirklich extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Müssen erstmal alles wieder einschalten. So, wenn wir jetzt sagen, wir fangen hier an. Beziehungsweise hier hinten, wir wollen ja irgendwie irgendeinen Punkt haben, von dem wir vernünftig weggehen können. Wir gehen einfach hier jetzt erstmal gerade weg. Hier wieder was abreißen. Ein Stückchen noch hier abreißen. So, das wäre jetzt unsere Einzäunung für unseren Zentralpark, den wir dann auf kurz oder lang selber basteln. Wir können dann quasi links drumherum Gebäude und sowas bauen. Hier geht es ja auch noch weiter. Oh, ich finde das aber hier, glaube ich, ganz gut. Gerade mit der Bahnschiene und dem Bahnhof, da können die Leute dann, die Touristen später da langlaufen. Aber wir müssen dann nochmal gucken, wie wir werden hier auf jeden Fall, das könnten wir eigentlich schon gleich mal machen, den noch umzäunen. Das werden wir noch tun. Wir werden den noch umzäunen mit einer Straße. Und das werden wir hier auch gleich mit der hier machen. Nur gucken, dass alles hier vernünftig läuft. Nach hinten raus wird es halt leider immer weniger. War das so?
Genau, ich hatte nie angefangen. Das ganze Ding auch schon einmal umkreist, umzäunt, und dann haben wir da ein bisschen mehr Straßenstruktur, mit der wir arbeiten können. Und hier können wir jetzt noch die Bahnschiene schon mal noch ziehen in Richtung Außengrenze. So, da wird es nachher der Punkt sein, an dem wir das dann halt alles verbinden. So, wenn wir hier noch kurz die Straße schon mal fertig machen. Sieht nicht immer alles schön aus. So, so kann es doch sein. Wunderbar. Jetzt kann ja auch die Polizei mal herfahren. Wir müssen auf jeden Fall hier auch noch die Autobahn mit rüberziehen und auch diese Autobahn. Da müssen wir mal gucken, wo wir die dann am dümmsten verbinden. Aber das ist dann eine Sache, die können wir dann, glaube ich, ein andermal machen. Wir müssen mal schauen, dass wir uns das nächste Mal irgendwie vielleicht ein bisschen Industrie kümmern, obwohl wir halt wirklich viel Industrie haben. Also es kann sein, dass wir hier tatsächlich dann anfangen müssen, uns ein bisschen mit diesen Industrieclustern, mit diesen IT-Clustern zu beschäftigen, um da vielleicht ein bisschen Spezialisierung reinzukriegen. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Plan. Wir können ja nochmal kurz reingucken, wie es aktuell Strom und so aussieht. Stromtechnisch sieht es gut aus, wassertechnisch, außer die Abwasserklärung. Verkehrstechnisch liegen wir auch noch bei 21%. Hier können wir mal ganz kurz gucken. Aktuell führt die Straße hier noch nirgends hin. Würde passieren, wenn wir die jetzt noch einmal erweitern. Nee, das Stückchen hier unten. Macht er bestimmt nicht, ne? Nee. Ah, nicht so wild. Haben wir schon wieder ein bisschen Verkehrsentlastung geschaffen. Und hier ist viel los.
Aber auch das ist alles halb so wild. Aktuell läuft es ja hier, es sieht zwar rot aus, aber im Großen und Ganzen läuft es. Von daher, glaube ich, brauchen wir jetzt hier noch nicht so viel machen. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da oder wie gesagt einen Kommentar und auch gerne ein Abo, wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt. Auch wenn vielleicht in dieser Folge nicht alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt hatte mit der Bahn und wir da so ein bisschen umstrukturieren mussten, denke ich, sind schon wieder ein, zwei Ideen mit eingeflossen, wie es hier mit der Stadt weitergeht. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Von daher bin ich trotzdem ganz zufrieden. Und ja, kann eigentlich nur noch sagen, geht da steil, bleibt da geil. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal zu City Skylines oder zu einem Formel 1 Livestream wieder ein. Und damit bin ich raus.